Ja, hallo und willkommen zu Star Citizen. Nachdem ich ungefähr zwei, drei, vier, fünf Mal das Spiel neu installiert habe, kann ich auch endlich in den Ark-Sektor rein und den wollte ich mal ein bisschen zeigen. Wir sind hier nicht am Startpunkt. Ich bin schon ein bisschen rumgelaufen, habe mich ein bisschen umgesehen. Und ich bin sicher, dass man den auch schon woanders gesehen hat, den Ark-Sektor hier, aber wir sind hier auf dem Planeten, ich glaube, es ist Trenton 3 hieß der. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein kleines Video dazu, um, naja, damit man einen Eindruck kriegt, wohin der Look und das Gefühl, das Feeling geht, dass die Atmosphäre geht, die das Spiel vermittelt. Wir könnten auch rennen, aber ja, wir rennen mal ein bisschen rum. Wir werden auch den einen oder anderen Spieler sehen, der hier rumrennt. Coming soon. Hier sind auch ein paar Geschäfte und hier stehen immer mal wieder die Grey Cats rum, also die Autos. Da setzen wir uns auch gleich mal in eins rein, denn damit sind wir ein bisschen schneller. Hier hinten ist sowieso nichts, wie es aussieht, außer Werbung und einem riesigen Kran. Sieht aber ziemlich cool aus. Wir steigen aber jetzt mal in den Grey Cat ein. Da ist tatsächlich ein anderer Spieler. Er ist gar nicht so einfach zu fahren, der Grey Cat. Überwindet aber auch problemlos die Treppen. Und ist ganz schön laut. Ja. Wir fahren mal in den etwas belebteren Teil. Da unten scheint es noch irgendwas zu geben. Aber wir fahren einfach mal Richtung Startpunkt, wo man ankommt, halt, wenn man aus dem Hangar hier hinfährt. Der Grey Cat hält leider nicht allzu viel aus, wie man sieht. Hier zum Beispiel ist ein Recyclingladen. Nee, der nimmt einfach nach einer Zeit automatisch Schaden anscheinend. Okay, dann können wir ja auch fahren, wie wir lustig sind. Nur jetzt sollten wir aussteigen, denn irgendwann fängt das Teil offenbar an zu brennen. Und dann stirbt man. Sehr uncool. Wahrscheinlich damit die Dinger nicht die Straßen vollmüllen, die spawnen die einfach alle naselang wieder. Dann gehen wir doch mal kurz in einen der Läden rein. Da kann man noch nichts machen, außer gucken, dass hier drin Ersatzteile liegen und da wird ein Schiff repariert. Ich habe den Namen gerade vergessen. Da spawnt auch gerade ein freundlicher Mitarbeiter, der mit Sicherheit irgendwann mal bereit sein wird, mit uns zu kooperieren. Bisher ist er noch stumm. Ja, das Ding nimmt einfach automatisch Schaden anscheinend. Die Pistole, die wir eigentlich hätten, kann man hier leider nicht ausrüsten. Das wäre natürlich witzig, aber einfach. Nee, da ging es nicht rein. Ich schaue einfach mich noch mal ein bisschen um hier. Läuft auch einigermaßen flüssig. Ich weiß immer noch nicht, ob man den Traps-Counter jetzt unten sehen kann, weil ich das direkt nach der Batman-Aufnahme gemacht habe. Noch keine Spiegelungen von uns selbst. Hier haben wir zum Beispiel einen. Ich weiß nicht, was es hier geben wird, aber es sieht aus nach Schiffen. Zumal da auch eins on Display ist. Das ist wie ein Autoverkaufsraum im Prinzip. Ich finde es ja echt toll, dass hier überall Sofas stehen, aber es wäre toll, wenn man sich da draufsetzen könnte. Komplett mit Werbesprecher übrigens. Leider kann man da nicht drauf, denn wenn man da hochspringt, dann landet man auf einer unsichtbaren Mauer. Und man kann durch seinen eigenen Brustkorb durchsehen. Auch interessant. Naja, auf jeden Fall, da ist auch ein freundlicher Mitarbeiter. Aber wie gesagt, kann man noch nicht, mit dem kann man noch nicht interagieren, man kann noch nicht über den Tresen hüpfen oder so. Ist aber einfach eine ganz interessante Sache. Hier ist noch ein Fahrstuhl, wie ich gerade sehe, aber da kann man noch nicht rein. Dann gehen wir mal wieder raus. Also ist alles schon ziemlich cool gemacht und ich glaube, das wird noch besser. Da kommt auch nichts mehr. Da fliegt jetzt ein Schiff vorbei. Also ist alles schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Ist natürlich noch nicht optimiert und so. Die Framerate ist immer noch ein bisschen hin und wieder. Sieht ein bisschen aus wie Coruscant, nur nicht ganz so hoch. Da zerlegt wieder jemand einen Buggy. Und wir sind tot. Vielen Dank. Frage ist, spawnen wir jetzt einfach neu? Tatsächlich, das sieht aus wie ein Krankenhaus. Lustig. Absolut witzig. Das wird wahrscheinlich dann auch mal irgendwie Geld kosten oder so. Kann man hier irgendwo rein?
Nö, aber schön, wie das erstmal jeder überprüft. Home. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Mal gucken, wo wir jetzt gelandet sind. Ah, okay, da, wo ich sowieso eigentlich hin wollte. Da hier wäre nämlich tatsächlich der Startpunkt irgendwo gewesen, in einem dieser Gebäude. Ich glaube, da drin, genau da, wo es grün ist. Also hier würde man dann ankommen. Wir waren jetzt gerade, glaube ich, in der Richtung unterwegs. Schauen wir uns doch mal so einen Waffenladen an, wenn der schon geöffnet hat. Aber es ist grünes Licht, also. Ist alles sehr realistisch gehalten, sag ich mal. Oh, sogar mit leerem Privatraum. Kommen vielleicht noch andere Waffen hin. Die Nachladephasen stören natürlich noch etwas. Da ist nichts hinter. Ist da ein Alien-Kopf on Display? Schick. Ja, also man sieht auf jeden Fall, wohin die Reise geht. Das finde ich gut. Sogar mit Elektro-Tankstelle für den Grey Cat. Area 18. Da ist noch rot. Und hier oben, was gibt's hier? Außer mehr geile Aussicht. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts anderes als geile Aussicht. Bisher. Aber naja, seht's euch an. Der Herr da macht vielleicht auch gerade einen Kommentar dazu und schaut sich um. Auf jeden Fall kann man hier hautnah die Schiffe sehen. Wäre natürlich geil, wenn das irgendwann dann fertig ist, wenn das dann auch alles so funktioniert, wie die Herren bei Cloud Industry, nee, Cloud Imperium sich das vorstellen. Juhu, ja. Ja, aber zu tun gibt es hier in der Tat noch gar nichts. Ganz, ganz, ganz. Mich würde interessieren, wie viele Leute hier wohl so rumtrollen. Und die Leute umfahren absichtlich. Kann man darüber? Nö. Cool. Immerhin kann man sich so ein bisschen in der Bewegung, mit der Bewegungssteuerung vertraut machen, denn man kann sich tatsächlich auch, wie sich das gehört, in einem Wald ja auch Shooter auf den Boden legen. Ach, aber die Bar, die soll doch angeblich schon funktionieren. Da gehen wir auch noch mal schnell rein. Fetzige Mucke in jedem Fall. Barkeeper. So kann das Geschäft nicht besonders gut laufen, wenn er es so betreibt. Schön auch, dass hier im Hintergrund, also im Hintergrundgeräusch, Gespräche zu hören sind, aber gar keine Leute anwesend. Aber auch das fällt unter die Kategorie gut gemacht. Ich hoffe nur, dass es nicht nur solche Planeten. Boah, das ist laut. Ich gehe mal wieder. Ist da eine Toilette oder sowas? Schade, nein. Das wäre witzig gewesen. Nur etwas. Ich hoffe nur, dass es auch etwas technisiertere Planeten gibt, die jetzt nicht nur so. Naja, das ist alles etwas runtergekommen hier, sag ich mal. Weil man sieht ja auch überall Müll auf den Straßen und so. Hier noch mehr Müll. Müllverbrennungsanlage anscheinend. Also es macht schon alles einen guten Eindruck. So viel muss man sagen. Mich würde dann halt nur wirklich interessieren, wie viele Leute tatsächlich in diesem, ich sag mal, den Rollenspielpart des Spiels auch tatsächlich mitnehmen und nicht einfach nur die ganze Zeit wirklich schnell von A nach B die ganze Zeit rennen, weil das auch irgendwie das Feeling zerstören würde für mich, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich habe auch kein Problem damit, hier langsam durchzugehen. Ich meine,
Man rennt halt nicht immer von A nach B, oder macht ihr das privat, wenn ihr durch die Innenstadt geht, dass ihr dann nur rumrennt? Oh, schnell, ich muss in den Elektronikmarkt und dann muss ich noch zum Supermarkt und dann muss ich noch schnell in diesen CD-Laden und boah. Ja. Ne? Kennt man ja. Ist ja in deutschen Innenstädten üblich, dass man überall nur hinrennt. Mich würde interessieren, wie die es hinkriegen, dass die so auf dem Boden hocken. Cool, der hat irgendwas zu mir gesagt. Ja, aber das ist tatsächlich doch sehr, sehr schön. Und um das auch noch mal gesehen zu haben, da kamen wir her. Tatsächlich ist es aber voneinander getrennt. Also das ist offensichtlich eine Art Zoll hier. Denn hier ist nur Ausgang, beziehungsweise nur Eingang und auf der anderen Seite nur Ausgang so rum. Dann kann man wahrscheinlich irgendwann später mal hier zum Landepad gehen und dann kommt man irgendwie zu seinem Schiff. Und hier war der Spawnpunkt, der ursprüngliche. Und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin zurück in unseren Hangar. Allein schon für die Leute, die meine anderen drei, vier Star Citizen Videos, ich glaube es sind drei, geguckt haben. Elite-Zuschauer wissen Bescheid, neue Grafikkarte und alles. Da müssen wir natürlich, wenn das Spiel jetzt nicht abschmieren sollte, mal kurz die Hangar-Performance noch zeigen. Und dann muss ich auch mal rüber zu Elite. Da will ja noch was getan werden. Nachdem ich jetzt hoffentlich die richtigen Mikrofoneinstellungen gefunden habe. Oh, Hicks, Verzeihung. Mein Let's Play-Fluch. Ich krieg immer Schluck auf beim Let's Playen. Ja, Ladezeiten sind noch etwas lang. Na komm schon. Du willst es, du kriegst es, du kannst es, du schaffst es. Ja. Ah, endlich. Ja, offensichtlich gibt es jetzt einen leichten Nebelschleiereffekt, denn der war vorher noch nicht da. Steht da die Leiter offen? Nee, war nur so aus, so ein Item, okay. Ja, aber ansonsten sieht man schon, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Grafikkarte liegt, aber hier tut sich was. Jetzt sollte ich mir auch irgendwann mal einen Grey Cat zulegen. Und ja, bisher noch nicht. Also hier tut sich was, da gibt es auch ein neues interaktives Objekt tatsächlich, nämlich den, man kann sich hier sein Aussehen aussuchen. Bisher gibt es allerdings nur diese sechs Varianten. Zwischen Outlaw und Marine und dann jeweils schwere Panzerungen, mittlere und leichte. Oh, fetzig. Wieso der hier einen Helm trägt, der hier vorher nicht zu sehen ist, ist ja interessant. Oh cool, der hat sogar eine Anzeige. Aber auch die ist noch nicht optimiert. Aber trotzdem eine coole Sache. Und ich freue mich natürlich besonders über die Tatsache, dass Wall of Honor, dass das jetzt einigermaßen flüssig schon läuft und dass die ganzen Sounds jetzt drin sind. Das ist natürlich richtig cool. Wenn das da mal animiert wäre, wäre es noch toller. Bisher ist es ja Stillstand. Aber kommt, kommt. Kommt alles wieder. Nur so vor, dass das da tatsächlich Unschärfe durch das Helmglas. Krasse Sache. Na komm schon, Fahrstuhl. Müsste der nicht eigentlich, hat er da nicht mal drauf angezeigt, in welche Richtung der Fahrstuhl gerade fährt? Da bin ich ja jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber cool bleibt es trotzdem.
Und da muss ich auch wieder dazu sagen, man merkt einfach, dass die sich da Mühe geben. Also für Leute, die jetzt irgendwie der Meinung sind, oh, die brauchen viel zu lange und die verschwenden unser Geld. Naja, so ein Spiel entwickeln dauert halt. Und bei dem, was die sich als Ziel gesetzt haben, sowieso. Deshalb. Ich will jetzt nur noch mal auf die obere Ebene. Das ist etwas abgefahren, wenn man da so nach oben guckt beim Rennen. Ich weiß nicht, wenn ich nach oben gucke beim Rennen, macht das nicht so ein Gewackel. Aber wer weiß, kommt ja vielleicht alles noch. Ich mag auch diese Aufzüge, auch wenn die viel zu groß sind, aber theoretisch kann man hier vielleicht sogar mit einem Grey Cat reinfahren. Aber ich mag einfach generell auch diesen Hangar. Das ist einfach schon ziemlich schick. Ist das neu? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Pflanze da vorher schon war. Ich glaube auch die unterschiedlichen Sounds bei den Sachen, auf denen man... Da kann man ja halb durchgucken, das ist ja auch cool. Diese Sounds auch für die verschiedenen Bodenbeläge sind, glaube ich, auch neu. So, wollen wir mal gucken, ob es mittlerweile Fallschaden gibt. Nö, hier nicht. Tja, so viel dazu, würde ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe langsamer in der schweren Rüstung. Was ja irgendwie auch logisch ist. Dann klettern wir doch mal an Bord. Was mich immer noch stört, ist, dass man die Tür nicht wieder zumachen kann. Dass man sich dafür erst hinsetzen muss. Aber dann funktioniert es auch. Und tatsächlich, der passt mit dem Helm hier nicht so gut durch. Ist ja zwar irgendwie blöd, aber andererseits auch lustig, dass an sowas gedacht wurde. Die Beine gehen durch die Bedienelemente. So, jetzt wäre tatsächlich hinter uns die Tür zugegangen. Ja, hört man's. Aber wir können hier ja drin nichts tun, deshalb ist das relativ irrelevant. Ist das gerade bewegt? Nee. Gut, aber dann war das mal mit der kleinen Tour hier. Kann ich gerade gar nichts mehr tun? Hallo? Spiel? Na egal. Also das war dann mal die kleine Tour. Ich löse das Problem schon noch irgendwie. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder was Neues von Star Citizen gibt. Ansonsten bleibt mir treu bei Elite und danke fürs Zuschauen. Tschüss!